Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty World War 2 mit mir, Alawach 99 und der zweiten Halbzeit. Ich habe das jetzt mal gesplittet. Wir müssen den Feind aufhalten, bis unsere Verstärkung eintreffen und Krieg. Unsere Flakgeschütze verteidigen können. Ja. Die Batterie wird feindliche Bomber vom Himmel fernhalten. Ist okay. Vom Krieg. Gedönseldöns-Modus. Wenn es kurz wird, werde ich das wahrscheinlich doch in die andere Hälfte mit reinschneiden. Ansonsten sind es halt zwei verschiedene Gameplays. So, müssen wir halt. Ja, verdammt. Gut, da kamen jetzt ein bisschen viele von der Seite. Ja, ist okay. Sie nehmen den Kommandoposten ein. Oh Mann. Also ich hoffe, das wäre auf jeden Fall geil, wenn wir die 4 Minuten hier durchkriegen. Alter, was ist denn los mit denen? Die rushen in den Spawn. Ey, das tiltet gerade ein bisschen mega hart. Weil das finde ich ein bisschen unfair. Ah, ja, natürlich. Muss man natürlich jetzt zurückfallen. Na klar. Das finde ich jetzt echt ein bisschen. Der Feind hat unseren Kommandoposten eingenommen, aber die Schlacht ist doch nicht vorbei. Verhindert, dass der Feind die von uns zerstörte Brücke repariert, sonst kann ja Panzer vorrücken. Ja, ist okay. Scheiße, da hätte ich jetzt eine Sniper nehmen müssen. Das ist ein bisschen tilt-taft gerade. Das ist gerade echt ein bisschen lächerlich. Dass die halt schon uns am Spawn abfangen, weil das müssten sie. Müsste Activision bzw. Sledge ein bisschen besser handeln, dass sie halt bis zu einem bestimmten Punkt nur der gehen Feind dürfen. Darf die Brücke nicht errichten. Und das war's. Und nicht, dass die halt bei uns im Spawn drin stehen und, uns Spawn-trappen bis zum geht nicht mehr. Sie bauen eine Brücke! Na, verdammt. Ja, ich hab jetzt die Dinge drin. Sniper. Das heißt, wir können uns ein bisschen besser jetzt dagegen verteidigen, gegen die Dudes. Ja, da sieht man so den Spacko wieder. Sowas geht gar nicht, weil sowas müsste halt wirklich unterbunden werden. Verhindert, dass der Feind die Brücke repariert. Na, verdammt. Also ist so ein. Also, in der Beta war der Modus auf jeden Fall besser ausgedacht. Obwohl, die haben den eigentlich nur genauso umgesetzt, ne? Genauso übernommen. Wie gesagt, hier müsste halt so eine Rush-Blockade sein. Ich bin der Meinung, dass das auch in der Beta so war. Da sind Feinde auf dem Feld. Aber wie gesagt, Brücke nicht wieder errichten. 100%ig sicher bin ich mir da gerade nicht. Feinde in der Scheune. Aber ja. Sie brauchen eine Brücke. Hau mal ab da! Ein ordentlicher Rush-Block, beziehungsweise sowas, dass man dass die halt uns eine nicht Brücke. Am Spawn irgendwie 2 Minuten, bis unsere Verstärkungen da sind. Uns halt am Spawn nicht halt schon wegziehen können, wäre halt mega nice. So. Snipen schon mal ein bisschen. Das Snipen geht halt echt gut von der Hand, muss ich sagen. Der Feind hat die halbe Brücke fertig. Sie bauen eine Brücke. Zack. Ah, verdammt. Ah, ist okay. Ja, ich weiß nicht. Das MG da oben ist zwar wirkungsvoll wie Sau. Diese Brücke darf auf keinen Fall gebaut werden. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich hier die Sache. Der Feind errichtet eine Brücke. Die optimale Sache ist. Oh. Ich könnte hier natürlich ein Ding jetzt noch aufbauen. Ach komm schon. Wie war das denn Headshot von dem? Die Brücke ist im Bau. Ja komm, das halten wir noch. Eine Minute müssen wir noch halten. Die halten ein bisschen. So, zack. Warten kurz. Aber zum EP-Farm ist es halt ein echt guter Server. Ist aber schon Spielmodus. Sie dürfen diese Brücke nicht errichten. Oh. Ich weiß nicht, ob ich. Doch, ich hab ihn. Einfach mal ein bisschen rein predikten. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Noch 30 Sekunden. Zack, 30 Sekunden. Auf geht's, Alter. Die holen wir uns noch. Nein! Na, verdammt.
15 Sekunden noch, auf geht's, Alter. Die holen wir uns noch. Der Feind errichtet eine Brücke. Wir kriegen die, die kriegen sie nicht. Sekunden. Oh, okay, kriegen sie doch. Ja, kriegen sie nicht. Sieht gut aus, sieht gut aus. Komm, Zeit, geh aus. Die Brücke ist im Bau. Tötet alle Feinde bei der Brücke. Ja. Was? Oh, really? Der Feind hat die Brücke gebaut, aber wir kämpfen weiter. Null. Ja, fick, ja, scheiße. Verteidigt das Munitionslager. Wenn es zerstört, oh Mann, Alter. Okay, auf jeden Fall, es wird definitiv zwei Seiten geben. Ja, 5 Minuten. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Werde ich auf jeden Fall splitten. So habt ihr zwei Seiten. Einmal Hin- und Rückseite. Bin auf jeden Fall gespannt, wie wir uns hier jetzt schlagen werden. Schützt das Munitionslager. Ja, ist okay. Aber was? Wieso war das? Was? Das war. Was? Das war kein Hit? Warum war das kein Hit? WTF? Egal, aber eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, dass das beides. Dass das so relativ lang geht. Eine Bombe, ja, ach, Grützi, Alter, das gibt's nicht. Das ist schon mir ekelhaft, dass die bei uns schon hier im Spawn drin ist stehen, ey. Wie gesagt, man dürfte halt nicht weiter als einen bestimmten Teil gehen und das war's. Ja, das ist lächerlich. Das Ding muss auf jeden Fall noch ein bisschen überarbeitet und überdacht werden. Ich weiß nicht, ob der Wallhack anhält. Schnell, entschärft die Bombe! Ich bezweifle, dass der anhält. Ich weiß es halt nicht. Verstärkung kommen, um das Munitionslager zu schützen. Es ist halt wirklich echt schwer zu sagen. Ja gut, Munitionslager haben wir verloren, definitiv verloren. Ja, ist also klar, dass ich da nochmal reinlaufe. Der Feind hat unsere Munitionslager zerstört. Schade. Aber die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Verhindert, dass der Feind einen Panzer bis in Reichweite unserer Flakgeschütze eskortiert. Ja, ist okay. Ey. Es gibt es nicht. Ich verstehe es halt nicht, warum man so dreist in den Spawn halt reinläuft. Der Panzer ist auf dem Weg. Tötet die Soldaten. Ja, keine Chance. Den Panzer. Wir haben, ich weiß auch nicht, was unsere Mates zerstört. Jetzt machen. Oder meine Mates machen. Also meine Mates sind gut. Sagen wir es. Die sind wirklich gut. Nur die Gegner sind halt sehr... Das meine ich. Er steht bei uns mehr oder weniger im Spawn schon drinne. Und das kann nicht sein, dass das so funktioniert. Ihr Panzer ist auf dem Rückzug. Weil normalerweise dürften die halt nur so weit kommen, wie weit der Panzer gerade in dem Fall ist. Da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern. Der Panzer rückt vor. Weil, wie ihr seht, er steht schon die ganze Zeit da, er wartet. Weil wir müssen ja auch versuchen, beziehungsweise wir müssen ja auch theoretisch auch die Möglichkeit haben, überhaupt erstmal was ranzukommen, eine Verteidigung aufzubauen. Es muss ja erstmal eine Möglichkeit oder, ne, ja, eine Möglichkeit kann man es eigentlich nennen. Die Flakgeschütze auf keinen Fall zerstört. Der Feindpanzer rückt vor. Ja. Tötet die Soldaten rings um den Panzer. Der Panzer ist auf dem Weg. Ja, komm. Keine Ahnung, wie er da jetzt reingekommen ist. Komm dann nach. Er ist auf jeden Fall. Mehr oder weniger. Das ist definitiv GG. Ihr Panzer rückt vor! Weil wir werden hier definitiv. Ah, der hat einen Flammenwerfer. Gut, mit dem Flammenwerfer könnte man es vielleicht nochmal schaffen. Der Panzer hat den Rückwärtsgang eingelegt. 2 Minuten, bis die Verstärkungen da sind. Ja, 2 Minuten, das werden wir definitiv nicht schaffen. Schade. Der Feindpanzer rückt vor! Also ich hoffe mal, dass das noch gefixt wird. Ja, genau, ich höre auf zu schießen. Der Panzer zieht sich zurück. Ja, sehr schön, sehr schön. Eigentlich ist er gar nicht so blöd, was der da macht, gerade. Ja. Okay, dass wir da jetzt so ein. Ich finde den Spawn an sich auch ein bisschen dumm. Kümmert euch um die Infanterie beim Panzer. Weil man spawnt halt, man wird halt so gespawntrappt gerade. Wie gesagt, der Modus macht echt Laune. Wir haben versagt. Ja, schade. Der Feind hat unsere Flakgeschütze zerstört. Schade, 9 Minuten. Ihre Flieger unsere Einheiten bombardieren. Naja, ist halt so. Spawn Trapping. Und sowas ist halt. Ist halt.
Schade eigentlich. Weil es müsste halt noch ein bisschen ausgebaut werden, dass die halt nicht direkt in uns reinkommen. Beispielsweise beim Haus. Da müssten die eigentlich theoretisch halt, also Rechtshaus, Mitte und dann links im Haus, aber auch nur bis zu einem bestimmten Bereich und nicht schon direkt in unseren Spawn reinlaufen. Es war halt genauso wie eben. Das ist halt so, das ist halt so teilweise, was noch mich gerade ein bisschen stört an dem Modus. 19.000 Punkte haben wir aber gekriegt, ist okay. Und damit habe ich für diese Woche die beiden Sachen fertig. Also ihr werdet am Mittwoch halt habt ihr die erste Folge gesehen und heute kommt die zweite Folge hiervon. Ist natürlich denn ein bisschen, ja. Nun gut, egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich bin Adlerwache 1993. Ja, ich möchte die Lobby verlassen. Wie gesagt, immer noch ein trotzdem cooler Modus. Muss ein bisschen überarbeitet werden, aus meiner Sicht. Und ich habe gesehen, dass ein paar Hater wieder mit bei sind, die, ja, einfach wieder Langeweile haben, nichts zu tun haben und einfach scheinbar ein bisschen behindert im Kopf sind. Aber na gut, egal. Ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.